Das ist eine Videoresponse in Form eines Stenogramms. Mit der Überschrift Ball am Rollen halten, Understroke Steno. Damit wir das im Web wiederfinden. Ich werde später noch darüber einiges erzählen. Natürlich nur, wenn ich gefragt werde. Vielleicht auch ohne. Danke, lieber Nathan. That you keep the ball rolling. Ja, auch Englisch steht in Kurzschrift. In der angepassten englischen Kurzschrift. Ohne deine oder ihre, der Anredemodus, der sollte an für sich mittlerweile geklärt werden zwischen uns. Seit meiner Assistentenzeit habe ich bisher mit niemandem konstruktiv zusammengearbeitet, wenn ich im Sie-Modus gearbeitet habe. Ich bin das gewöhnt und die meisten der Leute in den sozialen Netzwerken sind das auch gewöhnt. Und wenn wir in Englisch schreiben, ist das auch kein Problem. Also, ohne deine oder ihre Video-Antwort kann ich mir nicht vorstellen, was mit dem obigen Satz gemeint ist. Was mit deinem, hätte ich da schreiben müssen, beziehungsweise ihrem obigen Satz gemeint ist. Und dieser Satz lautet, genauso ist mein N einfach nur ein Understroke am Ende, anstatt ein Kringel, schreibst du eines Kringels, vermute ich. Jo. Wir können einander jede Menge Fehler vergeben und verbessern und das ist ja gerade der Vorteil eines Social Networks. Und das gilt insbesondere auch für Fehler von oder vermeintliche Fehler von Kurzschrift. Vermeintliche Fehler von Kurzschrift. Was des einen Fehler ist, des anderen Kürzel. Ja, das wollte ich nur sagen. Also, bis bald.